Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden für die neue gratis Star Wars Lichtschwert-Spitzhacke in Fortnite. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um viele neue gratis Items in Fortnite Kapitel 3 Season 2. Ich zeige euch heute in diesem Video nämlich, wie ihr die neue gratis Star Wars Lichtschwert-Spitzhacke in Fortnite freischalten könnt. Dazu werden noch viele weitere kostenlose Items mit dem neuen Fortnite Update am Dienstag, den Update 20.30 kommen. Es wird auf jeden Fall zu krass, deswegen guckt euch jetzt unbedingt dieses Video bis zu Ende an. Lasst jetzt sofort einen Like auf das Video da, falls euch das Ganze gefällt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und let's go. Außerdem habt ihr jetzt sogar nochmal die Chance, einen Skin eurer Wahl aus dem Fortnite Item Shop von mir geschenkt zu bekommen. Und wenn ihr jetzt direkt Bock habt, ein Geschenk zu bekommen, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal Official Junior. Das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos. Aktiviert unbedingt die Glocke, stellt die Glocke auf alle, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Als nächstes sehr, sehr gerne mal einen Like auf das Video da lassen, falls euch diese ganze Aktion gefällt. Und das Allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. Und by the way, umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. Es gibt wieder mal neue kostenlose Items in Fortnite für alle Spieler. Wir beginnen jetzt direkt mit einem Gratis-Spray, den ihr euch jetzt direkt in Fortnite freischalten könnt, und zwar in dem neuen Event, was wir von Fortnite bekommen haben, Soundwave Reihe MEC, da heißt das Ganze. Und hier habt ihr einen Auftrag, den ihr abschließen müsst, und zwar sammle die Münze im Konzert Soundwave Reihe MEC in den Epic Games Empfehlungen, und hier bekommt ihr dann 45.000 XP plus ihr bekommt einen sehr, sehr coolen Spray. Und wie könnt ihr das Ganze bekommen, steht auf jeden Fall eh da, ihr müsst auf jeden Fall so eine Münze sammeln. Und wie kommt ihr hier zu diesem ganzen Modus? Ihr geht einfach auf Spielmodus auswählen, ihr geht ganz nach oben und hier wird dann das Ganze empfohlen, dann klickt ihr einfach hier auf Spielen, joint da rein und holt euch eure kostenlosen Items ab. Außerdem haben wir heute den 1. Mai, das bedeutet, das neue Fortnite Crew Paket ist endlich am Start und wir gucken uns das Ganze jetzt einmal zusammen an. Ihr wisst, das Crew Paket lohnt sich auf jeden Fall sehr, sehr krass, denn ihr bekommt im Crew Paket den neuen Battle Pass der jeweiligen Season, ihr bekommt einen Gratis-Skin, beziehungsweise einen Skin, weil das Ganze kostet ja Geld, und ihr bekommt obendrauf nochmal 1000 V-Bucks, was auf jeden Fall ziemlich krass ist. Ihr müsst auf jeden Fall beachten, solltet ihr den Battle Pass von der neuen Season, also von dieser Season jetzt schon besitzen, und dann bekommt ihr eure V-Bucks, die ihr für den Battle Pass ausgegeben habt, zurück. Und wir gucken uns jetzt einfach mal zusammen den Skin an. Und ich muss ganz sagen, ich finde den Skin jetzt nicht so nice. Also das Ganze ist nicht so mein Fall. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem neuen Crew-Paket in die Kommentare. Werdet ihr euch das Ganze holen? Ich muss sagen, die Spitzhacke sieht noch ziemlich cool aus, aber der Skin an sich ist jetzt nicht so cool. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Wir gehen direkt zu den nächsten Gratis-Item. Am Dienstag kommt das neue Fortnite-Update 20.30 und ich bin mir sicher, ihr habt es alle schon mitbekommen, es gibt eine neue Fortnite Star Wars Kooperation in Fortnite, was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist, Freunde. Dabei sollten wir nämlich jetzt endlich Star Wars Lichtschwert Spitzhacken in Fortnite bekommen. Es wurde das auf jeden Fall schon bestätigt, dass da einige Pickaxes in den Fortnite Item Shop kommen, aber was auf jeden Fall noch ziemlich krass beziehungsweise noch viel cooler für uns ist, es könnte auch eine Star Wars Spitzhacke beziehungsweise eine anpassbare Star Wars Lichtschwert Spitzhacke gratis für alle Spieler kommen. Und zwar wurde ein neuer Spielmodus in Fortnite bekommen, das gefunden. Das Ganze ist ein neuer Star Wars Spielmodus, wo man sozusagen diese Blaster, die es damals auch in Fortnite gab, und Lichtschwerter aufsammeln kann und mit diese auf der ganz normalen Fortnite Map kämpfen kann. Dazu werden wir dann hier im Aufträgebereich einige Star Wars Aufträge bekommen, die man abschließen muss in diesem ganzen Spielmodus, den ich gerade erwähnt habe. Und hierbei könnte es der Fall sein, dass wir dann diese mega coole Lichtschwert Spitzhacke bekommen, wo man auf jeden Fall die Form, die Farbe vom Lichtschwert und den Griff ändern kann, was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist. Und wie gesagt, es wird höchstwahrscheinlich dann auch neue Skins im Fortnite Item Shop geben und diese originalen Star Wars Lichtschwerter wie zum Beispiel von Kylo Ren etc. werden auch im Fortnite Item Shop sein. Aber wenn diese anpassbare Spitzhacke zum gratis freischalten kommt, werde ich mich auf jeden Fall ziemlich freuen, wie die freischalten. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Update. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Dankeschön für den Support. Haut rein, meine lieben Freunde, und ciao.